Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's hier weiter mit MLB 16 The Show und dem Road to the Show Modus mit unserem Leftfielder Brandon Garcia. Wir sehen im Moment hier links die Stats und rechts auch ebenfalls die Stats von Brandon Garcia. 19 Home Runs, 268er Average, 265 Mal am Schlag, mal 72 Spiele gespielt, 71 Hits, 21 Walks. Das ist im Moment das, was für Brandon Garcia hier eben ja, auf dem Scoreboard steht. Wir können mal schauen, wir haben hier keine wirklichen Nachrichten. Das heißt, mit unserem Trade, keine Ahnung, uns will keiner haben. Vielleicht ist die Trade-Deadline auch schon um, ich weiß es nicht. Zumindest soll hier im Moment nicht getradet werden. Wir gehen jetzt hier in das Spiel gegen die Philadelphia Phillies und versuchen da eben einfach weiter unser Bestes zu geben. Und ja, mehr kann man nicht machen. Ist anscheinend nicht so einfach, hier getradet zu werden. Also selbst wenn man den Trade anfragt, scheint es hier schon so realistisch zu sein, dass man nicht sofort am nächsten Tag dann auch einen Trade bekommt. So ist es in echt ja eben auch nicht. Sondern ja, da ist man, muss man sich halt nach dem Team richten. Und wenn man hier einen Vertrag unterschrieben hat, dann muss man den halt eben auch erfüllen, wenn das Team kein Trading-Partner findet, sag ich mal. Ich denke mal, wir sind ja auch nicht irgendeine 0815 Galleonsfigur hier, sondern wir sind ja schon der Home-Run-Leader des Teams und den will man natürlich auch bestmöglichst eben verkaufen. Und ja, wir gehen hier also hier mit den neuesten Home-Runs in dieses Spiel hinein. Es steht 0-0. Wir sind wieder mal das letzte Out im ersten Inning. Ah, den haben wir vielleicht etwas gejagt, diesen Ball, der war eigentlich außerhalb der Zone. Zwar Solid Contact, aber der Centerfielder kann sehr schnell rankommen und diesen Ball aus der Luft fangen. Selten, dass ich mal direkt nach dem ersten Pitch schlage, ich wollte mal ein bisschen Abwechslung hier eben auch reinbringen. Aber so führt der Gegner jetzt hier leider im zweiten Inning schon wieder mit 2-0. Also wir müssen also auch hier zu Beginn dieses Spiels gleich einem Rückstand hinterherlaufen. Das ist natürlich alles andere als vorteilhaft. Hoffentlich machen wir in der Defense unseren Job. Ja, kurz vor der Mauer kommt hier zumindest der Catch. Kein Fehler von Garcia. Hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit unsere Probleme an der Mauer. Mittlerweile aber die Braves zurückgeschlagen hier im dritten Inning. 3-2 die Führung. Das ist doch das, was wir hier sehen wollen. Und jetzt können wir vielleicht noch einen oben drauf setzen. Warten wir mal, was der Pitcher serviert. Ah, der geht noch knapp in die Zone. Ich dachte, der geht nach unten links weg. Schneidet er nach unten links, aber eben nicht ganz aus der Zone raus. Na, der eben schon. Der war dann eben außerhalb dieser Strike Zone hier, das Viereck, was uns angezeigt wird. Und den, oh, der geht zu hoch, der flog genau in die Mitte. Ich dachte erst, dass ich den ordentlich getroffen habe. Aber leider nicht weit genug, sondern wieder genau in die Hände des Centerfielders. Der Ball kam aber in die Mitte. Mittlerweile fünftes Inning hier. Schlag auf Schlag geht, es bleibt beim 3-2. Diesmal aber einer auf der Base. Vielleicht kriegen wir den weiter. Ah, da geht im letzten Moment, sinkt der nach unten ab, der Ball. Das ist ärgerlich. Eigentlich flog der gut. Der wieder eher weiter draußen. 1-1 auch hier wieder der Count. So, den Ball nehmen wir hier mit. Zwei Balls, ein Strike. Und der Ball, ach, der geht rechts ins Foulfeld. Der flog genau in die Mitte. Wir sind leider zu früh dran, weil der Ball sehr langsam geworfen war. Wir haben den richtig gut getroffen, aber leider nicht ins Feld. Och, und den gibt er als Strike. Das gibt's doch gar nicht. Schiri, das gibt es nicht. Den habe ich rausgesehen. Und unten links sehen wir es nochmal. Ganz knapp kratzt er zwar die Zone an, aber ich meine, der Ball ist doch außerhalb hier. Der Schiri gibt den als Strike. Da hat man Pech. Wir simulieren weiter, kommen ins achte Inning nochmal wieder ran. Es steht immer noch 3-2, aber dieses Strikeout, wir sehen es unten dann nochmal, wo die kleine 5 eingeblendet ist. Das tut weh, dass wir hier so dann auf die Mütze kriegen. Alter, der hat eine komische Wurfbewegung. Ich dachte, der wirft den Ball erst auf die erste Base. Guckt euch die Wurfbewegung an. Ich denke, was ist das denn? Sehr, sehr blöd zu sehen. Ich dachte erst, der wirft den Ball weg.
Im letzten Moment zieht er den Arm rum. Wie soll ich das denn erkennen? 1:1, ein Ball, ein Strike. Sehr schwierig zu erkennen. Auch schon wieder Linkshänder hier. Und jetzt packen die gegen mich nur die Linkshänder aus, weil ich gegen Linkshänder schlecht bin. Trotzdem führen wir. Oh, viel zu früh hier. Durchgehackt. Der nächste Strikeout. Normalerweise haben wir eher weniger Strikeouts. Normalerweise Groundouts, Flyouts, alles mögliche. Strikeouts eigentlich selten. Und jetzt kriegen wir hier wieder auf die Mütze. Aber 5:2 die Führung von unserem Team. Jetzt noch zwei Leute auf den Bases. Jetzt sieht's gut aus. Wenn wir jetzt hier vielleicht noch einen Hit machen, dann können wir die Führung ausbauen. Der Slider geht genau in die Mitte. Stadion schon leer, Zuschauer schon keinen Bock mehr. 9. Inning, komm, das müssen wir jetzt hier dicht machen. 3 Runs Vorsprung. Oh Mann, ich hasse die Pitches, die auf Kniehöhe gehen. Die sehen immer so aus, als gehen die zu tief und dann kratzt er noch hier am Knie. 2 schnelle Strikes. Und dann wirft er den 3. wieder rein. Zum Glück kann ich den auch wegfaulen. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, dass er hier noch einen in die Zone wirft. So zentral. Oh, diesmal müssen wir den wegkratzen, bevor der da wieder einen Strike gibt, weil der war wieder ganz haarscharf. Und wenn ich den Schiedsrichter hier kenne, wäre das wieder ein Strike gewesen. Der Ball geht auf den Boden. Und jetzt schon den nächsten. Die haben nur Linkshänder, die Phillies, oder was? Nur Linkshänder hier gegen uns. Der nächsten Strike hier. Ball, 2:2. Count zumindest wieder ausgeglichen. Wir sind das letzte Out hier im 9. Komm, da geht noch was. Ja, den treffen wir gut, den treffen wir gut. Der geht genau hinten in die Lücke. Da kommt zumindest einer nach Hause. Wir ziehen hier durch, zumindest zur zweiten Base. Und der von der zweiten Base geht Richtung Home Base. Und ist safe. Jawohl, 2 Punkte hier durch diesen Hit von Brandon Garcia. Richtig schön hier. Bam. Dann geht er genau hinten in die Lücke zwischen Center und Right Field. Schön Richtung Mauer rollt er aus. Und so kriegen wir 2 Leute nach Hause. 7:2 dadurch die Führung hier im 9. Inning. Wenn der Sieg jetzt nicht sicher ist, dann weiß ich es auch nicht. Kommt zwar noch das Strikeout, aber jetzt müssen wir nur noch hier diese 5 Runs verteidigen. Das sollte drin sein, meiner Meinung nach. Gewinnen wir dieses Ding, so sieht es aus. Verdienter Sieg hier gegen die Phillies. Garcia doch nochmal mit einem schönen Hit bei diesen 5 Versuchen hier. Anders mal sah nicht so gut aus durch die Strikeouts und Flyouts. Aber dann hier in der entscheidenden Situation nochmal eine Schippe draufgepackt hier und diesen Hit da ins Right Field. Nur Trainingspunkte. Wir gehen weiterhin einfach auf Power. Wir brauchen mehr Power. Irgendwann sind wir hier vielleicht der beste Hitter, der powerreichste Hitter gegen Rechtshänder. Nächstes Spiel gegen die Phillies. Die Serie geht weiter. Und wir starten. Schauen wir mal wieder im ersten Inning, ob es da Punkte gibt. Nein, wir kommen wieder als 3. Out hier quasi in das Spiel hinein. 8 Pitches, schon 2 Outs. Der Pitcher geht ordentlich ran. Diesmal wieder ein Rechtshänder wenigstens. Ja, und diesmal 97 Meilen ballert der hier diesen Fastball rein. Natürlich hart. Da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Viel zu spät hier bei diesem Fastball. Deswegen rutscht er uns hier über den Schläger. Ja, natürlich wieder so ein 97 Meilen, das ist schon schnell. Mal so 91, 92, da habe ich das Timing. Aber 97, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Bisher keine Punkte im Spiel. Wir sind in der Defensive. Hoffentlich bleibt es bei den 0 Punkten. Oh ja, da können wir eigentlich hin joggen. Hier platzieren wir uns schön da drunter und können hier diesen einfachen Catch machen. Wie schaut es weiter aus? Oh, die Bases sind voll. Jetzt mega Situation hier für Brandon Garcia. Volle Bases, leider schon 2 Outs. Aber jetzt ein Hit und es gibt 1, 2, 3 oder 4 Punkte. Also der Pitcher hier unter Druck, Garcia, jetzt hier am Drücker. Der Pitcher Angst startet mit einem Ball hier gegen den Home Run Leader der Atlanta Braves. Auch und dann so ein Hopser hier, das gibt's doch nicht mehr. Och Gott, war das schlecht.
Oh, das ist ärgerlich, sowas. Ich hätte niemals nach diesem Scheißball schlagen dürfen. Mann! Da steht man so gut da und dann so ein Müll. So ein Krüppelschlag einfach. Das ist, wenn man sich nicht sicher ist, soll man schlagen, soll man nicht schlagen, sollte man es besser lassen. Hier, den Ball konnten wir nicht aus der Luft fangen, den mussten wir mit einem Hopser nehmen. Besonders, weil wir mit 0-1 gut dastanden. Und jetzt hier Michael Franco für die Phillies. Zwei Outs sind gemacht. Wir müssen den Ball aus der Luft fangen, sonst gibt es die ersten Punkte für Philadelphia. Komm schon, kein Error jetzt, Garcia. Er sieht den Ball sehr, sehr lange, kann ihn aus der Luft nehmen. Easy, easy, easy hier. Gott sei Dank. Weiter 0-0, sechstes Inning, nächster Einsatz für Garcia. Jetzt hier vielleicht, jetzt macht er gleich wieder den Home Run, ich sehe es schon. Jetzt, wo es nur einen Punkt gibt. Oh, da gibt er schon wieder den Strike. Wieder so ganz knapp. Mann, da sehe ich das schon mal. Lass den durch und dann... Naja, jetzt schlage ich danach und er fliegt außerhalb. Das wie soll einer erkennen hier auf die Schnelle? Schöner Pitch. 0-2 hinten. Den Change-Up konnte ich nicht sehen, wo der hingeht. Deswegen lieber mal nachschlagen. Schauen wir mal. Ja, das soll einer sehen. Da siehst du ja vorher nicht, dass der genau dann bis unter die Strikezone fällt. Da musst du den wegfaulen. Oder halt hoffen und beten, aber nicht bei 0-2 im Count. Ja, oh, da habe ich mehr als Glück. Der war natürlich voll in der Strikezone. Da war der Schiedsrichter jetzt mal auf meiner Seite. Das war ein ganz klarer Batter Call. Und jetzt wieder der Slider, den habe ich gerade schon nicht gesehen. 1-2 im Count. Den kann ich so gerade noch wegfallen. Da kommt aber der Right Third Baseman. Fängt den aus der Luft. Und so doch hier wieder das Out für Garcia. Mittlerweile steht es 1-0 für die Phillies. Jetzt Garcia zum zweiten Mal mit vollen Bases ans Schlagmal. Jetzt können wir hier unseren Fehler von eben wieder gut machen. Jetzt irgendeinen Base Hit. Wir müssen den Ausgleich jetzt hier holen. Oh, dann bringt er den direkt in die Strike Zone. Mann, was ist das denn für ein dreister Pitcher? Den trefft man nicht richtig. Was ist der? Also der ist ja arrogant. Zwei Fastballs in die Strike Zone. Also der hat ja Eier. Krasse Sau, ey. Boah, den konnte ich so gerade noch wegfaulen. Wer weiß, ob das ein Strike gewesen wäre. Also jetzt kannst du schon wieder nichts machen hier fast. 0-2 hinten durch zwei echt krasse Fastballs. Und jetzt so ein Pop-Up, weißt du? Oh Mann, ey. Echt scheiße hier von... Das gibt's nicht. Kommt der wenigstens nach Hause? Ja Gott, Gott sei Dank wenigstens diesen einen Punkt hier durch den Sacrifice Fly. Immerhin, das war wohl das Mindeste. Und wir verlieren trotzdem dieses Spiel hier mit 3-2. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Garcia zweimal mit einer perfekten Position hier und kriegt einfach nichts dann dabei raus. Das ist ärgerlich und richtig schlecht in der einen Situation. Gerade beim zweiten Mal, okay, da muss ich auch sagen, hat der Pitcher echt Eier bewiesen hier, dass er da die Fastballs raushaut. Aber dann schauen wir jetzt mal im nächsten Spiel gegen die Phillies, ob wir da vielleicht noch was reißen können. So, die Folge war noch nicht so wirklich der Hit. Da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Nochmal Konzentration von Garcia jetzt. Ein Home Run muss doch jetzt noch drin sein gegen die Phillies. Ich sag mal, gut, für den Flo ist das das Top-Team, aber ich sag mal, es sind die Phillies. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall den zweiten Sieg noch mitnehmen. Ärgerlich da gerade diese Niederlage. Wir sind auch hier nur ein von 8 Versuchen gegen die Phillies. Sind wir nur ein einziges Mal auf die Base gekommen. Das ist nicht das, was Garcia möchte. Ach komm, schon wieder so ein Löffelball hier. Wir löffeln den einfach hinter uns und der Catcher kann
einfach diesen Ball aufnehmen. Also wir haben echt eine schwere Zeit gerade. Die Phillies führen auch schon wieder 3:0. Also mein Team hilft mir hier auch nicht wirklich aus der Patsche. Blöder Pop-up. Linkshänder ist ja eh. Und dann werfen die den nächsten wirklich, wirklich richtig dreist mitten in die Zone. Wenn du den triffst, ist es ein Home Run. Und dann kommt der Circle Change. Den finde ich sehr schwer zu sehen. Sehr langsam, sinkt im letzten Moment. Auch hier mit dem Ground Ball. Kein Glück. Zwar Solid Contact, aber der geht genau auf den Shortstop. Aber so eine Phase hat man mal im Baseball. So eine Phase hatten wir auch schon mal, wo wir gar nichts getroffen haben. Dafür sind wir jetzt in der Defensive stark gefordert. Bases sind voll, liegen nur schon 0-6 hinten. Also mein Team kriegt hier heute jetzt richtig wieder auf den Arsch. Und jetzt sieht es hier alles nach dem nächsten Home Run aus. Und wir können auch diesen Ball nicht fangen. Es gibt den Grand Slam. Er macht seinen ersten Major League Home Run, Chase D'Arnaud. Das gibt's doch gar nicht. Und dann gleich mit einem Grand Slam. Ernsthaft? Also dieses Team macht wirklich dieses Jahr keinen Spaß. Man wird richtig gefistet jedes Mal. 11:0, fünftes Inning. Also, ei, ist das bitter hier. Letztes Jahr sind wir Meister geworden und jetzt kriegen wir so etwas hier. So, was müssen wir uns bieten lassen? Richtige Blamabel hier. Harte Niederlage. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir wenigstens mal treffen. Dass wir mal irgendeinen Hit machen, um hier irgendwas Positives dazu beizutragen. So, diesmal nehmen wir wieder den ersten Pitch. Er kommt wieder genau in die Mitte. Und weißt du, der Right Fielder muss ihn nicht mal bewegen. Er hätte auch den Mund aufmachen können. Ich hätte ihn genau da reingetroffen, glaube ich. Da treffen wir den super und er landet aber genau in der Hand des Right Fielders. Also, ja, das ist wieder so eine Folge. Da ist echt... Man muss sich alles irgendwie erarbeiten. So, den haben wir zumindest. Defensiv sind wir im Moment sehr stabil. 11:1 steht's. Mein Team startet die Aufholjagd. Stand gerade schon 11:1. Ich habe es gar nicht gesehen, aber jetzt geht's los, glaube ich. Und der fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Ah, etwas früh hochgesprungen, aber den hätten wir sowieso nicht bekommen. Und wieder läutet die Glocke hier im Citizens Bank Park Stadium. Home Run für die Phillies durch Parks, der hier uns das Ding wieder um die Ohren haut. Ich meine, gut, macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. 12:1. Und wieder mal defensiv hier. Ich glaube, der Pitcher verliert seinen Job. Eigentlich sollten hier alle ihren Job verlieren. Außer Brandon Garcia, der macht einen defensiv soliden Eindruck. Nur offensiv fehlt es hier noch, aber ich meine, wenn sonst eh keiner mitmacht, 8. Inning hier, 12:1 hinten, da geht nichts mehr. Ich finde die richtig asozial, dass die immer direkt den Fastball hier mitten in die Zone werfen, also ich muss mehr nach dem ersten Pitch schlagen. Das geht nicht so, das ist eine Frechheit. So, der zweite geht dann vorbei. Jetzt schauen wir uns den dritten an. Kommt schon, ein Home Run wenigstens. Ja, schwer zu sehen, hier immer auf Kniehöhe. Ich finde es schwer, da so richtig zu reagieren. 1:2. Na gut, der ist einfach, weißt du, den siehst du schon, der fliegt vom Start ab, kommt er nicht mehr in Richtung der Zone. 2:2 im Count. Der geht tief weg. Arbeiten wir uns wenigstens mal zum Full Count hier. Immerhin. Oh, und dann kommt hier so ein langsamer Ball. Immerhin geht er auf den Boden. Und wir kriegen noch eine Chance. Und wieder rutscht und das Scheißding hier über den Schläger, ey. Boah, das macht doch keinen Spaß. Hinten der Left Fielder kriegt das Ding vor der Mauer. Aber war ja eben Foulfeld, war ja kein richtiger Hit. Und damit endet dieses Spiel hier ebenfalls mit einer Niederlage. Und wenn es die Serie jetzt gegen die Phillies hier endet, dann endet auch das Video. Weil das ist echt ein bitteres Nachmittag hier heute für Brandon Garcia. Und ja, es war das letzte Spiel hier in dieser Serie gegen die Phillies.
54 Trainingspunkte konnten wir hier rausholen. Und Flo wird wahrscheinlich die Folge feiern hier mit seinen Phillies, aber Brandon Garcia hat hier mal richtig auf den Arsch bekommen und das ist echt bitter. Tut mir leid hier, dass wir da nicht mehr rausholen konnten. Wir können nur noch mal fragen, ob es jetzt irgendwann mal mit dem Trade klappt. Aber es scheint mir, als müssen wir hier einfach bis zum jüngsten Gericht. Und müssen hier warten. Keiner möchte, dass wir hier das Team verlassen. Naja, ist vielleicht auch positiv. Wir sind vielleicht noch der letzte Lichtblick hier aktuell bei den Braves. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, in der nächsten Folge läuft es besser. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy hier bei Game Testicle HD. Ciao, Leute.